Hallo und herzlich willkommen zu Bote TV. In unserer heutigen Serie an Bord stellen wir Ihnen die Linsen 500 Sedan Variodeck vor. Typisch für eine Sedan-Ausführung ist, dass der Fahrstand vorne im Salon ist und hinten auf der offenen Plicht, die auch ja sehr tief gehalten ist, da habe ich dann halt meine Sitzgelegenheit und also die wirklich die schöne Ecke, um mit der Familie und mit Freunden zu sitzen. Herzlich willkommen an Bord der neue Grand Study 500 Sedan. Die neueste und größte offene Pflichtmodell, die Linsen je gebaut hat. Ich möchte Ihnen gerne zeigen, was die Unique Selling Points unserer neuen Schiffe sind. Und deswegen lade ich euch ein, mitzugehen. Erstmal in der Pflicht. Standard ist die Grand Study 500 Sedan ausgerüstet mit einem festen Tisch, nicht lackiert. Dieser Kunde hat gewählt für einen Tisch, der sackend ist, wo man einen schönen Lounge-Bereich machen kann und auch noch Hochglanz lackiert. Ich zeige Ihnen mal, wie wir das umbauen zu einem Loungebett. Die Bedienung ist hier. Das Kissen wird geliefert in eine Tasche, kann man also ganz einfach stauen hier unten in der Pflicht oder vielleicht in die Gästekabine, wenn da keine Gäste sind. Jetzt haben wir ein schönes Loungebett. Ein ganz besonderes Element von dieser Grand Study 500 Sedan ist der One-Touch Cockpit Cover. Das heißt, dieses Cabrio können Sie elektrisch in zwei Teilen offen machen und schließen. Und hier aufbewahren an der Seite, damit es ganz aufgeräumt ist und nett. Ich zeige Ihnen. Mit dieser Fernbedienung können wir den Steuerbord- und Backbordseite des Cabrios öffnen. Zuerst machen wir die Steuerbordseite. Steuerbord steht hier das erste Leucht und dann Close or Open, also Open. Wir nehmen das Teil zusammen und so. Bei Linsen sind wir schon längst bekannt für unseren super Stauraum unten in der Pflicht. Jetzt bei dieser neuen 500 Sedan haben wir das aber noch vernünftiger gelöst. Der Stauraum ist aufgeteilt. Wir werden Ihnen das zeigen. Teilweise können Sie selber aufbauen, was Sie da stellen wollen. Und am Backbord- und Steuerbordseite haben Sie Aufbewahrboxen, die Sie da ganz einfach hinstellen können und die auch sehr fest montiert sind. Gehen Sie mal mit. Die Treppe, die Zugang bietet, ist auch ganz sicher montiert. Man kann einfach so runterlaufen. Ein anderes besonderes Merkmal dieser Grand Study 500 Sedan sind die neue Bifold Vario Doors. Eine vierteilige Tür, die man ganz öffnen kann. Ich zeige es Ihnen. Jetzt hat man ganz viel Platz und alles offen nach der Cockpit und der Salon. Zusätzlich können wir da noch einen extra Sitz für in der Pflicht kreieren und sogar ein zweites oder hier draußen zusätzlich es gemütlich machen mit ganz vielen Leuten. Jetzt haben wir alles so schön geöffnet, also Salon und Pflicht sind eins, aber natürlich möchten wir gerne die Mücken draußen halten und nicht hier innen ins Interieur. Dafür haben wir hier auch noch das Mückengitter versteckt. An der Backbordseite haben Sie einen großen U-Salon-Sofa mit zwei extra Sitze dabei, für gemütlich zu sitzen, zu essen oder vielleicht zu frühstücken. Können Sie aber auch draußen machen oder vielleicht hier.
Wenn Sie zu zweit sind, können Sie hier ganz gemütlich frühstücken oder vielleicht arbeiten. Es gibt hier auch 230 Volt und eine USB-Steckdose unter diesem kleinen Desk- oder Frühstückstisch. Ganz bequem in der Nähe der Pflicht ist der Kühlschrank. Sehr wichtig, jetzt noch leer. Und zusätzlich natürlich die Linsengläsersatz. Hier hat man Champagnergläser, Weingläser, Longdrinkgläser, Whiskygläser, Schnapsgläser und noch Platz für Flaschen. Wenn man abends gemütlich zusammen hier auf der U-Sofa Fernsehen gucken möchte, geht das, weil hier in diesem Schrank, in der Lift, ist unser Fernseher versteckt. Die neue Grenzjordi 500 Sedan hat zweimal die Linsen Slide and Pop Outdoor, die Schiebetüre, beide an Steuerbord- und Backbordseite. Ganz einfach zu öffnen und zu schieben. Und so hat man quer Belüftung und Durchgang durch das Schiff. Wenn ich hier die Schiebetür öffne am Steuerstand, kann ich auch ganz einfach diese Klampe erreichen. Also Schleusen kann man ganz alleine machen, theoretisch. Aber es ist natürlich immer bequemer und gemütlicher zu zweit. Ich sitze jetzt hier am Steuerstand und auch wenn wir länger reisen, kann ich hier unseren Smart Helm Console benutzen. Hier kann ich den Tiller, den Autopiloten bedienen und die Plotters, damit ich nicht immer aufstehen muss und hier reichen muss. Ganz bequem, ganz einfach. Schiebe das Teil wieder rein und kann trotzdem noch schnell aussteigen. Weil wir natürlich nicht alle gleich groß sind oder gleich klein, kann man auch den Steuersitz nach vorne und nach hinten bewegen, damit man ganz bequem lenken kann. Sogar für meine Länge ist das geeignet. Wenn wir diese Treppe hier mit Zugang zum Vorderschiff öffnen, haben wir noch Zugang zu einem geheimen Stauraum. Im Eignerkabine hier im Bug gibt es auch einen Fernseher, der ist aber hier versteckt. So kann man ganz bequem vom Bett aus zu zweit Fernsehen gucken und wieder schließen, einfach drücken. Hopp. Zu. Natürlich geben wir Ihnen auch noch einen Blick ins Maschinenraum hier unten. Jede Linsen hat ein sehr aufgeräumtes und organisiertes Maschinenraum. Die ist aufgebaut konform die Linsen 10 Main Modules Prinzip. Neben die zwei D310 Maschinen von Volvo Penta ist auch noch die Onan 17,5 Kilowatt Generator ein wichtiges Teil dieses Maschinenraums. Diese sorgt dafür, dass die Bug- und Heckstrahlruder semi-permanent benutzt werden können mit ihr 400 Volt Drei-Phasen-System. Es ist so, dass man schalten kann zwischen Bug-Heckstrahler und die Hotelfunktionen, so wie wir das nennen, in dieses Schiff. Dann kann man alles bedienen, Ofen, Waschmaschine und so weiter. Das Schiff hat eine Intelligenz eingebaut in unseren Linsen XS-System, ein CAN-Bus-System, das automatisch schaltet, wenn Bug- und Heckstrahler benutzt werden. Sehr vernünftig und für alle Linsen in die obere Klassen ist das Standard. Die Grenzjordi 500 Sedan hat standardmäßig 8 Solarpaneele auf dem Dach. Hier auf diesem Schiff sehen Sie 16 Solarpaneele. Das sind 8 optionelle zusätzlich. Die Standard 8 Paneele, die sind verteilt auf 2 Quadranten. Also wenn Sie die 16 Paneele haben, sind sie auf 4 Quadranten aufgeteilt. Und deswegen liefern sie fast immer, auch wenn da eine Blockade, ein Baum oder Schatten ist, liefern doch das größte Teil der Paneele noch immer Strom. Dieses Sedan ist auch ausgerüstet mit einem schönen iVario-Deck. Ein großes elektronisches Schiebedach,
was dafür sorgt, dass sie innen auch ganz viel Außenluft und natürlich Licht haben. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen und Sie konnten sich einen guten Überblick über die neue Linsen verschaffen. Mehr dazu gibt es auch in Bote 721, da haben wir einen Testbericht veröffentlicht.